Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier von Rasaflumi. Wir sind zurück in Plants vs. Zombies. Und wir spielen jetzt mal ein Bonusspiel mal wieder. Und zwar volle Kraft voraus. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passieren wird. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich aber überraschen. Ich nehme jetzt auch die Doppelsonnenblume nicht mit. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier mich erwarten wird. Und ja, es geht wieder weiter mit dem nächsten Video und wir haben da. Ah, what the frick, volle Kraft voraus. Ach, das geht alles viel schneller. Ach so, oh mein Gott, what the frick. What the frick. Okay, warte, 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 warte. So schnell bin ich hier gar nicht. Okay, geil, warte, warte, ich muss hier erstmal. Okay, das geht also ganz schnell. Okay, ein ganz simpler Modus. Alles wird schneller, auch die Blumen, auch die Zombies. Alles klar, okay, ganz simpler Modus. Und ich sehe schon was richtig Geiles und was vermutlich sogar das ganze Video lang dauert. Und zwar die vier Flaggen da. Die gefallen mir besonders gut. Guckt euch das einmal an, Junge. Wie krank einfach. Krass. Okay, die Doppelsonnenblumen wäre vielleicht doch ganz gut gewesen, aber ist egal. Weil das ist ja komplett verrückt hier. Okay, ich kann kaum kommentieren, ja? Ich bin hier gerade neu. Das Vieh fängt gerade an und ich bin direkt schon überfordert. Ich habe den hier eigentlich falsch gesetzt, aber ist in Ordnung. Okay, ich komme gar nicht drauf klar. Ich komme nicht allzu darauf klar. Aber ich hoffe, es geht noch klar. Ich komme nicht allzu drauf klar, aber ich hoffe, es geht noch klar, wahrscheinlich. Beste ist Deutsch, Alter. Beste ist Deutsch. Beste deutsche Schweizer Lande. Oh Gott, ich bin ja voll in Panik. Keine Panik auf der Titanic, das kriegen wir hin. Keine Panik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ganz überfordert. Schauen wir mal, also insgesamt ganz simpler Modus natürlich. Da kommen auch Delfine wieder an hier. Okay, nicht allzu geil, was jetzt hier passiert, aber ja. Also ganz verrückter Modus. Respekt. Aber macht Bock, macht Bock. Neue Spielmodus, neue Bonusspiele sind mal geil. Holy shit. Ich weiß schon, wie ich den Titel nennen werde, aber ich sag's jetzt natürlich noch nicht. Alles klar, Junge. Und so viel Sonne, holy shit. Also es ist alles so viel schneller, es ist halt alles so viel schneller. Es erinnert ein bisschen an Hau den Zombie. Also es ist einfach alles ein bisschen verschnellert. Und es wird extrem lange dauern, glaube ich, trotzdem. Es wird aber ganz furchtbar schwer, glaube ich, werden. Guckt euch das mal an. Junge, es sind vier Flaggen, das liebe ich einfach. Das verfeiere ich, das feiere ich. Okay, jetzt haben wir wenigstens hier schon mal ein paar Sachen. Jetzt brauchen wir eigentlich hier nur noch meine ganze alte Geschichte hier. Würde das passen? Das darf halt so eigentlich nicht passieren. Und genau aus dem Grund werden wir jetzt auch Steine hinpacken. Die Delfine springen darüber, was natürlich ein Problem ist. Und der isst halt die ganze Zeit die Sachen auf. Das ist halt nicht allzu geil. Und es geht einfach ein bisschen zu schnell hier alles. Müssen wir da mehr Steine, mehr Steine machen, dann können die da auch nichts machen. Das ist die Taktik dagegen. Dann können die da, glaube ich, auch nicht so viel machen. Ich glaube, mehr als drei, das brauchen wir jetzt nicht. Die sterben schon alle ganz gut. Müssen halt nur sehen, wo wir bleiben hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wobei, ja gut, das ganze Video nicht, aber das ist eine ganz lange Geschichte hier.
Das kann man schon sagen. Wie können die denn da beide rüberspringen? Das macht doch keinen Sinn. Egal. Also jetzt können die da, die können nicht über drei rüberspringen. Was machen? Die springen alles rüber. Ach ja, gut, die können wir sowieso nicht austricksen. Die können, lassen sich nicht austricksen. Das sind ganz andere. Die lassen sich überhaupt nicht austricksen. Oh Gott, oh Gott. Das sind ja mal ganz, 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 ganz wilde. Ganz Explosion erfolgt sehr, sehr gut. Holy shit, krasser, schneller Modus, ganz verrückt und ganz crazy. Sowas habe ich bis jetzt noch, sowas haben wir alle zusammen noch nie bis jetzt erlebt gehabt. Und wir machen hier natürlich erstmal weiter. Boah, Alter, wie langsam kommt dann das Spiel denn jetzt vor? Oh Gott, das ist ja fast wie Zeitlupe. Holy shit. Erstmal dran gewöhnen hier. Ja, jetzt sind wir, wie, ne, wir sind beim letzten Mal hat die Aufnahme wieder abgebrochen und wir fangen jetzt hier. Sind wir nochmal? Jetzt sind wir mal am Ende des Levels. Das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus hier. Wir wollen natürlich das Level jetzt hier noch kurz beenden. Das hatten wir im letzten Video nicht geschafft. Oh, da kommt ein Eiswagen. Oh Gott, oh Gott. Das wird aber passen. Jawohl. Machen wir das so? Ne, okay, das hat nicht geklappt. Egal. Völlig egal. Ist mir doch Rain wie im guten alten Rain Train. Ist mir einfach Rain. Ist mir einfach Rain. Okay, das wird jetzt hier nicht allzu clever werden hier. Es könnte eklig werden. Okay, der ist weg. Sehr, sehr gut. Und hier sollte eigentlich alles wegsterben. Was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann sollten wir auch diesen Sieg hier haben. Zersticht Reifen und verletzt Zombies, die drauftreten. Eigentlich ganz solide. Und ja. Jetzt können wir uns hier wieder kurz den Haken gönnen. Dann haben wir das nämlich. Und gönnen wir uns den und gönnen wir uns den. Ja, was gönnen wir uns denn noch? Das ist jetzt die Frage, ne? Viel haben wir nicht mehr zu gönnen. Doppelsonnenblume ist, finde ich, halt nicht so geil, muss ich sagen. Können den mal ausprobieren, ja, wobei. Machen wir das so. Probieren den mal aus hier. Und zwar den hier. Also den hier. Naja, ihr wisst Bescheid. Den hier ganz unten, den zweiten, den 25er. Den hier. Und der in der Nähe da irgendwie. Ja, ich kann euch jetzt auch nicht darauf verzeihen. Ich muss mich konzentrieren, ja? Ihr wisst es. Drei Wellen, sehr, sehr gut. Lange Levels sind meine Spezialität. So, der stirbt. Ich hätte. Das ist jetzt einfach so ein Vieh, das können wir einfach mal austesten. Das packen wir da einfach so hin. Und dann ist auch gut. Guckt mal euch das mal an hier. Das ist ein geiles Vieh. Das ist ein gutes Vieh. Das macht einen guten Job. Das ist im Grunde ganz normal wie eine Mine im Prinzip, nur dass es sofort da ist und ein Zombie wegschlingt und sich relativ schnell wieder auflädt. Eigentlich ganz, ist eine ganz gute Geschichte eigentlich. Kann man drüber streiten, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Insgesamt ist es eine gute Pflanze eigentlich. Muss man nicht immer haben, aber es lädt sich halt auch schnell auf. Ist eine ganz praktische Sache. Verschlingt halt echt jeden Zombie, muss man damit sagen. Und ist damit keine so schlechte Sache, muss man sagen. Man ist damit ganz gut bedient, ne? Man ist damit eigentlich gar nicht mal so schlecht bedient. Mal schauen, ob wir die drei Flaggen haben. Wenn nicht, machen wir, wenn die Aufnahme dann gleich abbricht, im nächsten Level weiter. Gehen dahin. So, wie gesagt, erstmal wieder solide aufbauen hier. Insgesamt ist es ja immer dasselbe hier.
So spannend ist das Spiel jetzt ja nun auch nicht, aber nein, ist in Ordnung, ne? Und es kam jetzt, das eins kam zum anderen und wir haben plötzlich Plants vs. Zombies angefangen. Es ging halt irgendwie ganz schnell und jetzt sind wir halt auch ganz gut dabei. Und jetzt hören wir nicht auf. Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Und ganz allmählich sind wir jetzt auch dabei, dass das Spiel jetzt hier tatsächlich langsam wirklich zur Sache geht. Das Spiel wird noch ganz anders werden. Noch ist das Spiel tatsächlich immer noch nicht da, wo es hin möchte. Das Spiel will noch in eine andere Richtung. Das Spiel wird noch anders mal wollen. Das Spiel wird noch verrückter. Noch ist das Spiel hier noch lange nicht am Limit. Ihr wisst gar nicht, was noch alles in diesem Spiel drin steckt. Noch haben wir immer noch nicht alles gesehen. In diesem Spiel steckt immer noch sehr viel drin. In diesem Spiel ist noch sehr viel möglich. Und da habt ihr gesehen, ne, der wurde weggeschlungen. Ich habe es jetzt gerade selber nicht gesehen, aber ich weiß sowieso, wie das ungefähr ist. Da seht ihr es. Wird einfach weggeschlungen, ne? Dann ist halt die Pflanze weg. Ist eine ganz gute Sache, braucht man nicht. Ist ganz nett. Aber würde ich jetzt für 25 nicht unbedingt ins Deck tun. Und dann, ja, als nächstes kommt dann Plan, Nebel. Und dann wird es ganz anders. Also nach Pool, jetzt sind wir gerade bei Pool. Das ist Level insgesamt 3 von 5. Ebene 3 von 5, dann kommt Ebene 4 Nebel. Ebene 5 ist Dach. Wir sind schon auf einem guten Weg. Wir haben müssten jetzt bald die Hälfte des gesamten ersten Kapitels schaffen. Also eigentlich des gesamten Spiels. Das Spiel nimmt sowieso an sich kein Ende. Man kann immer irgendwas machen. Aber des ersten normalen Abenteuers sind wir dann eigentlich schon auf einem ganz guten Wege. Das kann man so sagen. Ja. Und ja, so sieht es im Grunde ganz, so sieht es eben aus. Ne? So, die Welle 1 haben wir dann schon mal geschafft. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Kann man dann auf jeden Fall auch machen. Wir wollen jetzt erstmal die ganzen Sachen wieder aufbauen hier. Die Mine brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, die war jetzt nur zur Not gedacht. Wenn wir sie denn mal brauchen würden, dass wir sie dann einsetzen werden. Mach jetzt. Lustige Sache. Haben den Stein nicht mitgenommen. Das ist die Sache. Alles klar. Gut zu wissen. Wenn ich muss ich dann mein Aufnahmeprogramm irgendwo anders hinpacken. Wenn es hier unten links einfach nicht allzu gut aufgehoben ist. Dann ist das natürlich nichts. Ihr wisst Bescheid. Aber gut, ne? Wenn es nichts ist, dann ist es nun mal nichts. Ich kann es halt auch nicht mehr ändern. Wir bauen die dritte Reihe, die dritte und scheinende letzte Reihe auf. Wir müssen gucken, dass wir es in diesem Video noch schaffen. Mit dem Level. Aber ich glaube, das werden wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Ich muss auch mal aufpassen, ne? Aber ab 15 Minuten wird es immer knapp, dass ich das Video dann nämlich nicht hochladen kann. Aus anderen Gründen, was ich nicht unbedingt sagen will. Aber ab 15 Minuten wird es kritisch. Weil es einfach nicht geht. Geht. Es geht ganz einfach nicht, aber ich sage euch jetzt nicht warum, aber es geht nicht. Das ist mal, damit ihr das wisst. Es wird nie in meinem Leben es wird nie auf diesem Kanal ein Video über 15 Minuten geben. Das wird nicht vorkommen. Das ist ein Fakt. Das, aber es wird kein Video über 15 Minuten gibt es auf meinem Kanal. Kann es auch nicht geben. Aus anderen Gründen. Wird es aber nie geben und ja. Damit ihr Bescheid wisst. Ihr wisst Bescheid, ne? Aus anderen Gründen. Ihr wisst Bescheid. Aus ganz einfachen. Was heißt auf einfachen? Aus Gründen halt, ne? Aus Gründen. Ich würde sagen, es wird so langsam gewesen sein hier. Gleich ist Schluss. Vor allem hier sowieso. Mach nochmal kurz einen Cut. Bis gleich. So, nun sind wir zurück. Und haben etwas freigeschaltet. Und damit wir sagen.
Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wir haben Zünderholz, Erbsen, die hindurchfliegen, werden zu Feuerbällen. Und damit würde ich sagen, das soll es mit diesem Part gewesen sein. Ihr wisst Bescheid. Und bis 15 Minuten, irgendwann ist Schluss. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal und ciao.